Hallo liebe Leute, willkommen wieder hier auf Kanal. Ich habe wieder ein ungewöhnliches Adventskalender-Unboxing für euch. Und zwar, wer die anderen Videos geguckt habt, denen erzähle ich nichts. Ich habe ja meine ganzen Adventskalender bekommen und die Sache ist, ich muss ja auch hier mal Platz schaffen, weil es kann ja nicht sein, dass sich das hier so auftürmt. Ich bin ja nur arm, ne? Ich wohne ja in keinem Haus, sondern nur in einer kleinen Wohnung. Und da ist es halt so, dass ich halt gesagt habe, okay, ich muss ja eh schon, was drin ist, dass ich mir das wieder in Karton packe, wie die letzten Jahre auch. Und dann immer jeden Tag mir das rausnehme für den ersten bis zum... Darf mich tun. Und da ist es halt so, dass ich halt gesagt habe, ich mache diesmal Fotos, keine Excel-Tabelle. Und dann sehe ich halt ja auch so in den Foto, was ich habe. Genau, und ich dachte mir, ich habe ja eh noch ein paar Kalender, vielleicht kann ich dann noch die Unboxings dazu für euch machen. Vielleicht interessiert es euch. Ihr habt ja den Inhalt größtenteils schon gesehen. Hier bei mir dreht sich jetzt das praktisch dann nur noch um meine Meinung, was ich zu den Produkten und den Kalender an sich. Genau. Und ja, diesmal habe ich hier den Feelgood Adventskalender von Brand News. Ein Riesenteil. Und ich muss sagen, viel zu groß für den Inhalt, der da drin ist. Ich glaube, das kann man anders mal lösen, weil letztes Jahr war der auch schon so riesig. Und das, was ich am Ende hatte, war so eine Schachtel, ne? Also so breit wie mein Bild hier. Und also zu groß für gemacht. Dann soll ja nicht verrutschen und so, aber die Kalender sind zu groß. Das ist nicht schön. Das ist nicht praktisch, ist nicht vorteilhaft. Ja, ne, also von dem her, da gibt es Verbesserungspotenzial. Brand News auf jeden Fall. Nun habe ich ja gesehen von der einen, diesen Adventskalender von Brand News, der leider ausverkauft ist. Ah, der hätte mich gereizt. Ah, ich war so unsicher, ob ich mir den hole. Und eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, letztes Jahr hatte ich den von Anna Maria Damm und war sehr zufrieden. Warum habe ich denn dies Jahr den anderen nicht geholt? Naja, ich habe mich für den Feelgood entschieden. Er ist auch gut. So viel kann ich ja schon mal sagen. Ja. Er ist aber sehr teuer. Also die Kalender sind jetzt nicht so viel günstiger geworden, außer die, die mir nicht gefallen. Dieser Yummy und dieser Classic. Nee, da komme ich überhaupt nicht mit zurecht. Ne? Der Yummy ist ja für Familien mit Kleinstkindern und der Classic ist so, naja, nichts Besonderes. Die finde ich einfach nicht gut. Dass ich mich hier für den Feelgood entschieden habe, ist schon eine gute Wahl gewesen. Aber nicht die beste. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal den Inhalt gemeinsam an. So, und da haben wir das erste Türchen und es ist eigentlich, würde ich sagen, schon fast was Cooles, was Besonderes. Denn wir haben einen Adventskalender in einem Adventskalender. Woo! Dieser Tee wurde bei DM aufgekauft und ich habe mich dagegen entschieden. Warum? Ich liebe Tee-Adventskalender, wo ich jeden Tag einen anderen Tee habe. Also 24 verschiedene Tees. Das ist bei denen hier nicht der Fall. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Heißt aber nicht, dass der Tee an sich schlecht ist, aber es ist doof. Es wiederholt sich. Es ist doppelt. Es ist schade. Ja, bin ich nicht so zufrieden mit. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden, den zu kaufen, dass er jetzt hier im Kalender ist. Das ist aber eine coole Sache. Ein Adventskalender im Adventskalender. Spenden. Da habt ihr euch was einfallen lassen. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Mal gucken. Okay. Mein Maus da. Ja, freue ich mich natürlich. Aber irgendwie blöd, ne? Weil ich habe ja jetzt schon einen Adventskalender. Mal schauen. Ne? Mal gucken. Also ein Tee-Advents. Dann haben wir Überraschungsprodukt. Das sagt schon alles leider. Brand News, was soll das? Ihr habt einfach die Restwaren von den letzten Jahren mit reingetan.
Das ist nicht innovativ, das ist blöd. Das finde ich echt blöd, weil ich mir so denke, warum? Warum habt ihr nicht Neues reingetan? Es geht hier nicht darum, dass Be Natural nicht gut ist, ne? Aber es geht darum, dass ich die Produkte ja schon kenne und das ist kein, es ist, ihr nennt das Überraschungsprodukt, aber es ist kein Überraschungsprodukt, sondern einfach, wir haben noch Tüschen, was machen wir? Ach, packen wir Restware rein. Nee, Brand News, nein. Wir haben hier auf jeden Fall den Lippenpflegestift mit Kokosnussvanille. Dann haben wir von Juti eine Lippenmaske drin. Oh. Nur kann man auf jeden Fall, passt auch zum Feel Good. Also da bin ich okay einverstanden. Gut. Dann, ja, die sind ja hier im letzten Jahr auch drin gewesen. Venus und Nizeria hätte ich jetzt gesagt, sind ja eng beieinander. Und deswegen nichts Neues. Also die kennen wir schon, die hatten wir schon. Jeder, der den Kalender letztes Jahr nicht hatte, der kennt sie natürlich noch nicht. Es sind solche, ja, Kugeln, Schokokugeln mit so Frucht. Die Kugeln sind so klein, kleine Kügelchen. Der Preis ist es definitiv nicht wert. Schmeckt jetzt nicht. Es ist okay, aber es ist jetzt nicht wow. Dann haben wir drin, überlege ich nur gerade, habe ich hier, nee, drei, vier, okay. Invisible. Ihr kennt meine Meinung dazu ganz fürchterlich. Und der Fakt ist nun mal, man sollte vielleicht diese Invisibubbles nur so 3 bis 4 Stunden am Tag tragen. Nicht länger, nicht jeden Tag. Es ist leider so, die machen eure Haare kaputt. Nicht gut, also deswegen mag ich die überhaupt nicht. Ich trage lieber so Stoffhaargummis, die schön puffig die Haare machen. Also nicht eng beieinander machen, sondern puffig. Und ja, wir haben hier jetzt auch noch mit einer Schleife, also es ist noch nicht mal schön. Ganz schrecklich. Boah. Ganz, ganz fürchterlich. Also Invisibubbles sind scheiße. Leute, dieses Ausleiern, ja, da gibt es ja die Möglichkeit, dass die im heißen Wasser, dass die sich ja wieder zusammenziehen. Ganz schrecklich. Also das ist so eine Firma, nee. Fürchterlich. Joa, Mega-Schoko-Waffeln. Hatten wir auch schon mal gehabt irgendwo, ich bin mir aber unsicher. Da hatten wir letztes Jahr andere. Kommen mir auf jeden Fall bekannt vor, sind halt Waffeln, die so mit Schokolade, also Mega-Schokolade umwogen sind. 5 solche Taler sind drin. Jetzt nicht so viel, ne? Ist ein schönes Produkt, ein angenehmes Produkt, denke ich mal, boah, ist okay, das geht. Die Nummer 7, da haben wir hier Pfirsich-Fruchtgummi, das ist mal was Neueres, das hatten wir noch nicht, aber von der Konsistenz her wird es wie mit diesen Schoko-Ummantlungen einfach sein. Das ist sowas, ich habe einen schönen Vergleich, wo viele vielleicht sagen, nee, das ist was anderes. Aber ich sage so, das ist ja meine Meinung hier. Wer Gelee-Bananen nicht essen kann, der wird auch sowas hier alles nicht essen können. Gut. Ich habe es gegessen bei Star Wars. Ich habe die ganzen Sachen nur gegessen bei Star Wars, finde sie aber einfach nicht gut. In dem Fall, das sind jetzt Fruchtgummis. Ja, mal schauen. Überzeugt mich jetzt aber nicht. Dann ein Überraschungsprodukt. Da haben wir doch wieder das. Das ist genau dasselbe Thema. Es ist einfach Restbare von den letzten Jahren. Das ist nichts Neues. Kotzt mich an.
Ich habe dieses Produkt tatsächlich fünfmal gehabt, paar Mal verschenkt schon. Also ich glaube, ich habe noch einmal eins da, was ich noch verschenke. Jetzt habe ich ein zweites wieder. Das ist so wie etwas, das verfolgt euch. Das ist wie wenn ihr in so Scheiße tretet und es euch die ganze Zeit mitführt. Ganz, ganz schlimm. Boah. Es ist auch nichts Innovatives, es ist einfach nichts Neues. Das Produkt ist doch schon seit 10 Jahren ungefähr auf dem Markt. Das ist fürchterlich. Finde ich echt blöd. Ja, das hier auch. Diese Gutschein, dieser. Nee, nee. Warum? Für was? Also, das passt gar nicht in den Kalender. Ganz schlimm. Ich gehe auch nicht näher drauf ein. Nummer 10. Resteverwertung. Wow, wieder Resteverwertung. Auch wieder kein neues Produkt, nichts Innovatives. Auch mehrfach schon verschenkt, mehrfach schon aussortiert. Ich habe das Produkt jetzt noch so oft hier zu Hause. Ey, wenn solchen das mal nutzen, das ist scheiße Zeug. Nee. Nie mehr will ich das sehen. Also Leute, nach 2 Jahren ist jetzt auch mal, wo ich sage, jetzt können wir auch mal das Produkt mal jetzt beiseite packen und mal was Neueres von der Marke, weil Belu hat so viel, da brauchen wir nicht hier altbacken Produkte ausräumen. Mal was Neues. Ja, also ich kenne es noch nicht. Die Firma Naked oder so wird sie ausgesprochen. Warfood and Nude Bar. Joa, ist halt ein Riegel mit Sorted Karamell. Salz. Und halt mit Datteln und Rosinen. Das ist halt was für meinen Freund. Ja, da wird er sich freuen, ne? Nummer 12. Auch kein neues Produkt. Kennen wir auch schon bereits mehrfach schon getrunken. Das ist okay. Also die Sorte Wassermelone kenne ich. Es schmeckt jetzt aber nicht so, dass du sagst, Wassermelone, das hat so einen anderen Geschmack. Es ist okay zu trinken, aber nicht besonders so, dass ich sage, ne? Nummer 13, was soll ich dazu sagen? Es ist so, wir haben hier eine Riesenpackung von diesen Kugeln und damit halt wir weniger ausgeben müssen an Geld, packen wir einfach nur 2 Kugeln in den Kalender. Also praktisch so diese Verpackung, diese Großverpackung, die einkaufen, haben sie einfach für jeden Kalender 2 Stück reingetan. Und dann wahrscheinlich den Rest dann im Büro verteilt. Nee. Finde ich dann auch wieder blöd, ne? Sowas so Rest, also sparen am falschen Ende, wisst ihr, was ich meine? Ja, das ist auch was für meinen Freund, weil ich mag solche Kugeln. Auch wieder was für meinen Freund. Ich habe schon gesehen, also gesagt, wo ich den Sandboxen gesehen habe. Wow, ein Kalender für meinen Partner. Toll. Ja. Ich mag kein Marzipan und Nougat. Das ist mir viel zu süß. Ich bin kein Fan von süßen, also so süßen Sachen. Ich mag Kinderschokolade. Aber dann hört es auch auf, was mit Süße ist, weil das geht nicht. Total unangenehm für mich. Ja, aber mein Freund liebt es, also kriegt er es. Nummer 15, Überraschungsprodukt. Nein, es ist ein Produkt auch von letzten Jahr. Toll. Aber es ist ein Produkt, okay. Ja, ein Handpeeling von Balea. Aber auch nichts Besonderes, ne? Also es ist jetzt nichts. Wow. Ne? Es ist okay. Passend zum Kalender. Ja, diese Heilerdenmasken hatten wir auch. Diesmal haben sie aber statt eine 2 Stück reingetan. Ja, Clean Peel Maske, das sind also 4 Anwendungen. Okay. Ne, kann man auf jeden Fall gebrauchen. Das geht zum Anwenden, passt zum Kalender.
gibt's auch nicht viel mehr zu sagen. Ja, das hatten wir letztes Jahr auch schon. Tatsächlich hatten wir schon auch nichts Neues, ne? Mann, wir bekommen hier eine Resteverwertung in einen Kalender. Aber es ist okay, das Produkt gewesen. Also ich fand das ganz gut. Ob es jetzt diese Entspannung und das geholfen hat zum Schlafen. Das sind halt so Sachen, alles was so Einmalprodukte sind, machen, sind halt einfach schwierig. Ne? Der Körper ist ein Gewöhnungsding und braucht längere Zeit, um sich an Sachen zu gewöhnen. Mit einem Getränk hast du jetzt nicht so den Effekt. Man könnte sich jetzt einreden, ja, damit besser geschlafen. Ob man denn tatsächlich damit besser geschlafen hat? Vielleicht hat auch der Körper einfach genau diese Nacht ausreichend Schlaf bekommen. Also ja, schwierig zu sagen, aber es ist okay. Ja, man sieht ja, die Dosis auch schon schön zerkratzt. Ach, Nummer 18. Wir nennen einfach statt sagen, was wir haben, sagen wir Überraschungsprodukt, weil wir auch wieder nicht wussten, was wir reintun. Hat sich Brandmus gedacht, komm. Auch wieder von den letzten Jahren. Diesmal ist die Nummer 24, also in der Nummer 18 drin. Ja, aber die Maske ist gut. Die Maske ist sehr gut. Das ist wirklich ein schönes Produkt. Aber wie gesagt, Resteverwertung, ne? Ärgerlich. Nummer 19. Kommt mir bekannt vor, weil es in der Brandmus-Box war, aber nicht, weil es in den Kalendern war. Wir hatten letztes Jahr was anderes, was Kleineres gehabt in der Tetrapack. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, was es war. Ja, Cashew-Barista. Eigentlich zum Aufschäumen, klar. Ich nutze es einfach so zum Trinken. Ist auch okay, macht sich ganz gut. Tatsächlich mag ich lieber Erbsenprotein. Wenn es darum um so Alternativen geht, mag ich lieber Erbsenprotein. Das hier war jetzt nicht so lecker, bisschen gewöhnungsbedürftig vom Geschmack her. Extrem wässrig. Deswegen, ob das so aufschäumbar ist, ich bin. Vielleicht weiß das einer von euch, ob der das schon mal ausgetestet hat, wie das ist mit den Aufschäumen. Ja, Nummer 20 ist ein neueres Produkt. Die schreiben jetzt hier Überraschungsprodukt drin. Ich kenne es tatsächlich noch nicht. Von DM ist halt ein Protein-Cookie. Halb gebacken. Ja. Ist was für meinen Freund, hoffentlich. Da ist auch wieder was für meinen Freund, weil wird definitiv sehr süß sein. Interessanterweise, wo ich das Unboxing gesehen habe und diese Rolle und alles, was hier oben an Verpackung ist mit diesem Serrano, dachte ich, das ist eine Wurst. Ich dachte erst, es ist eine Wurst, bis ich es halt näher angeschaut habe und gesehen habe, nee, Kokos, okay, das ist praktisch so ein Riegel, eine Rolle. Joa, mal schauen, wie es schmecken wird. Ist okay. Mal was Neues. Nummer 22 hatten wir auch schon mehrfach, aber anders. Ich glaube, wir hatten irgendwas von Belou. Ich bin mir gerade unsicher. Aber auf jeden Fall haben wir hier jetzt ein Lippenöl drin. Jo. Ist okay. Beim Caramel Macron scheint auch eine neue Sorte zu sein, ne? Kenne ich jetzt zumindest noch nicht. Deswegen ein schönes Produkt passend zum Kalender. 23, ja, die kenne ich auch noch nicht. Von Glut Barley Cashews, ungeschält geröstet und gesalzen. Ja, doof, dass sie halt ungeschält sind, ne? Macht es halt immer ein bisschen komplizierter. Auf jeden Fall was für meinen Freund, da freut er sich dann. Boah, schönes Produkt für ihn. Nummer 24 hatten wir auf anders. Wir hatten von Brandt auch so Hafersachen. Ich glaube, das war aber mit Schokolade. Ich bin mir gerade unsicher. Das waren auf jeden Fall solche kleinen, so groß ungefähr. Das ist jetzt hier eine andere Sorte, Haferkaramell.
Die letztes Jahr drin waren, fand ich nicht so gut von Brand. Das war so ein bisschen latsch. Also die waren schon, die haben sich leicht weich geschmeckt, nicht knusprig mehr. Ich bin mal gespannt, wie die hier schmecken werden. Ich kann es jetzt nicht beurteilen, deswegen mal abwarten, was ich dann, ja, wie sie dann sind. Aber ja, jetzt 24, könnte man jetzt sagen, für einen Weihnachtstisch, dass man halt dann noch die mit dazu tut, statt Plätzchen. Die Nummer 25, Überraschungsprodukt, schreiben sie hier. Da wussten sie wahrscheinlich auch wieder nicht, was sie machen. Das sind Mascara von Santé Naturkosmetik. Die Firma kenne ich nur bedingt. Ich habe von der, glaube ich, nur so ein Plush oder sowas hatte ich immer verschenkt gehabt. Ja, es ist. Wow. Passt jetzt nicht so zum Thema, finde ich. Ist halt eher ein Beauty-Produkt, weniger für. Na, viel gut, so verstehe ich eher Pflege als Mascara. Kann ich ganz klar drauf verzichten, brauche ich nicht. Weil wenn man jetzt so mal schaut, man muss ja auch die Mascaras irgendwann mal verwenden. Ja. Finde ich doof. Nummer 26, ja, das könnte die Vorbereitung auf Silvester sein. Genau, dass wir hier eine Silvesterbox haben. Ja, so ungefähr eine extra breite Kartoffelchips mit Meersalz. Mal gucken. Ne, 80 Gramm ist natürlich nicht viel. Viel zum Teilen hat man nicht. Ist halt so für selber so was zum Snacken. Passt jetzt aber auch nicht zu 100% zu dem Thema Feelgood, ne? Ich hatte jetzt ein Unboxing auch mal gesehen, da hieß es ja auch ein Tee, noch einen anderen Tee. Muss ich sagen, hätte ich auch schön gefunden, vielleicht auch so Richtung Halsbonbons, irgendwas. Da gibt es ja ein paar schöne Sachen. Vielleicht eine Handcreme, sowas. Vieles ist halt einfach, also der Kalender besteht zum größten Teil Resteverwertung aus letzten Jahren. Das ist halt Mist. Blöd, wegen nicht gut gewählt und trotzdem muss ich sagen, der Kalender ist definitiv besser als der von den Classic und der Yummy. Ja, klar, Yummy hat noch ein bisschen Spielzeug drin und der Classic ist halt rein mit ne, so Essenssachen gewesen, glaube ich. Aber der hier ist von der Mischung her schon okay, aber wie gesagt, die Resteverwertung stört mich extremst. Dass der andere, der bereits vom Brandnuss aus verkauft ist, viel besser gewesen und ich ärgere mich, dass ich nicht den genommen habe. Am Ende kann man es nicht vorher wissen, ne? Es ist einfach so, man kann es nicht vorher wissen und so ist es halt, ne? Aber naja. Gut, ich würde sagen, damit mache ich auch mit dem Video Schluss, weil mehr gibt es nichts zu sagen zu dem Kalender. Würde mich mal interessieren, was ihr von dem Kalender haltet. Findet ihr den Feelgood gut? Fühlt ihr euch gut mit dem Feelgood? Genau, und über einen Daumen hoch und Abo würde ich mich dann auch freuen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch auf jeden Fall gut gehen und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.